Hallo liebe Zuschauer, bei mir ist Dr. Harald Schröers. Hallo Herr Schröers erstmal. Guten Tag. Sie sind Wirtschaftsförderer im Kreis Pinneberg. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Was präsentieren Sie hier? Ja, der Wirtschaftsförderer hat als Kernaufgabe eigentlich Unternehmen in die Region zu holen, in den Kreis Pinneberg. Und er hat dafür zu sorgen, dass sich Unternehmen im Kreis Pinneberg wohlfühlen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind, dass sie wettbewerbsfähig sind. Das sind unsere Ziele und als Hauptziel, was dahinter steht, wir sind eine öffentliche Gesellschaft, ist natürlich Arbeitsplätze im Kreis Pinneberg zu erhalten und neue Arbeitsplätze in die Region zu holen. Was macht denn den Kreis Pinneberg so attraktiv? Warum sollten die Unternehmen sich dort ansiedeln? Nun, die erste Entscheidung haben die Unternehmer in den vergangenen Jahren selber getroffen. Damit habe ich im Grunde auch alles schon erschlagen. Der Kreis Pinneberg ist der kleinste Kreis, der an Hamburg angrenzt und auch der kleinste Kreis in Schleswig-Holstein. Er hat aber die meisten Arbeitsplätze und er hat die meisten Unternehmen. Und das bedeutet, die Unternehmer sind dahin gegangen in den vergangenen Jahren, wo sie sich gut aufgehoben fühlen, wo sie erfolgreich wirtschaften können und wo sie wettbewerbsfähig sind. Das ist der Kreis Pinneberg. Und wenn man ins Einzelne runtergeht, ist es natürlich die Erreichbarkeit. Sie sind im Hafen, im Eurogate, sind Sie in 20 Minuten, vielleicht in einer halben Stunde. Und das ist deutlich schneller als von den meisten Stadtteilen in Hamburg selbst. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ihre Arbeit als Wirtschaftsförderer, stehen Sie mir als Unternehmen zur Seite? Oder was genau, wie machen Sie das? Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie suchen einen Standort als Unternehmer, haben eine Anforderung, 10.000 Quadratmeter, möchten eine Logistikhalle bauen und sagen, ich muss jeden Morgen 10 LKWs nach Hamburg schicken, die dort Bäckereien beliefern oder Krankenhäuser beliefern. Dann gehen wir los, suchen für das Unternehmen einen Standort. Das machen wir mit den Kollegen aus den Städten im Kreis Pinneberg zusammen, fragen ab, welche Grundstücke sind denn überhaupt vorhanden, die diese Kriterien erfüllen. Wir haben auch eigene Grundstücke, die wir entwickeln und das bieten wir den Unternehmen an. Wir führen das Unternehmen dann umher. Wir zeigen die Standorte, wir bewerten die Standorte und begleiten dann auch das Unternehmen von der Baugenehmigung bis zur Fertigstellung des Baus und darüber hinaus, wenn es denn Probleme gibt. Also eine Rundumbetreuung. Rundumbetreuung für Unternehmen, die in den Kreis Pinneberg wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen, Dr. Schröers, und wünsche Ihnen einen schönen Tag hier heute. Ja, vielen Dank. Tschüss.